Yes. Sit on it, Bada. There you go, Bada. Schön, Bro, Arsch! Ja, verdammt! Guten Morgen, meine Freunde, und es ist soweit. Es ist Wettkampftag. Es ist 6 Uhr. In 3,5 Stunden stehe ich auf der Bühne. Ein bisschen Erdnussbutter, Reis, Bananen, Erdbeeren. Dann habe ich noch ein bisschen Müsli drauf. Und jetzt das Plantain Vanille. Sieht schon gut aus, oder? Mhm. Oh shit. Einfach viel zu früh. Bitte, Bro. Yeah, YouTube ist auch dabei. Ey, ihr seid die Geilsten. Hey, jeder, der jetzt auf einen YouTube Livestream sein will, auf jeder, Facebook. Jeder, der jetzt auf YouTube sein will, soll jetzt noch kurz was reinschreiben. Sehr nice. Die nächsten drei Kommentare werden gebloggt. Komm, Bro. Wir sind im Flow. Drei. Moritz Burkhardt. Alles Gute und viel Erfolg. Yeah. Very nice. Tabea. Wow, Tabea. Aus meiner Freundesliste. Sehr cool. Das ist von Kevin. Das ist ja Kevin, seine Freundin. Oh, das ist von Kevin, seine Freundin. Die Freundin von Kevin von Provo Wear. Wir holen uns jetzt noch einen Cold Brew. Mischa startet erst später. Wie schon gesagt, die Pro-Class startet ganz am Anfang. Ich glaube, zuerst sind die Pro-Frauen da. Dann die Pro-Männer. Und Mischa startet dann, glaube ich, 2 oder 3 Stunden später. Nach Koscher. Was bist du da wieder am Schauen? Ha? Hier, schau. Ja, was ist das? Wieder ein kleiner Snack. Wieder ein kleiner Snack? Mhm. Was ist das? du liebst Nüsse, ha? Ja, absolut. Die Julia ist absolut ein Nüsse-Fan. Ja, thank you. You too. Ja. See us. Bye, bye. Bye, bye. 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 Hello. I'm an athlete. Okay, you know what? Go to the second door. Okay, cool. Der Wettkampf befindet sich, wie meistens hier in Amerika, in so einer Highschool. Die Provo Classic. Hier befindet sich dann jetzt die St. Jakobshalle. Das ist eine der größten Hallen in der ganzen Schweiz. Dort findet auch Tennis statt. Roger Federer spielt dort. Und ganz geile andere große internationale Veranstaltungen sind dort. Das hat Platz für, ich glaube, bis 10.000 oder 15.000 Leute. Aber wir haben sie eingegrenzt bis 3.000, damit auch die Stimmung dann gut ist, wenn die Halle voll wäre. Hi guys, Pro or Amateur? Yeah. Pro. Alright, go straight back. Good view, bro. Für unsere Athleten, die können das wählen, es gibt einen Package dann. 9 Uhr, die Halle füllt sich langsam, Vorbereitung laufen. Oh yeah! Yes. Oh shit! Number 7! Also er ist sicher einer der rippedesten. Von der Rippedness her. Ja, Bro. Du hast den Leanst drücken von vorne, Bro. Der Leanst, mit Abstand. Wow. Ja. Yeah.
Ja, verdammt! Aber irgendwie fehlen mir jetzt gerade die Adern. Ja? Das ist ein bisschen schade jetzt gerade. Ja, sie sind viel stärker, ne? Aha, viel, viel stärker. Come on now, baby! Come on now! Ja, genau. Wow! Yeah. Look at those wings! Yeah. Der Rippe ist hung, der Rippe ist hung vorhin. Der Puerto! Ja. Bro, yes! Yes! Seven, yes. Yeah. 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 That's It's most you, baby. Maybe I'm like, this is the first. She can give directions. It's a proper wife style. Wir waren 20 Minuten auf der Bühne. Es war relativ hart. Ich habe wieder geschwitzt. Ich habe am meisten geschwitzt von allen Leuten. Ja. Du hast auch wieder zu stark gesqueezed, oder? Ja, ich habe wahrscheinlich wieder zu stark gesqueezed. Ich habe am meisten geschwitzt. Das werde ich in Miami nicht so machen. Also, meine Einschätzung ganz kurz. Immer deine Einschätzung, weil du hast es ja gesehen. Du warst ja unten. Rein jetzt mal zu deiner Form. Definitiv der Rip ist von hinten. Von vorne gab es ein, zwei, die auch relativ gut ausgesehen haben, muss man sagen. Der Schwarze war krass, Mann, der Pato. Ja, der eine war krass. Also Form definitiv nailed. Nur das Dumme ist eben, dass diese verdammten Schiedsrichter immer anders drauf sind. Jetzt in den Worlds zum Beispiel lassen sie denn mal den Whittaker gewinnen als Leichtgewichtler, weil er wirklich um einiges ripter ist. Und das ist halt die Frage, ich habe so das Gefühl gehabt, du hast zu wenig Beachtung bekommen, weil du auch ganz außen gestartet bist. Ich habe dir ja auch am Anfang noch zugerufen, fighte dich nach innen. Leider muss ich wirklich sagen, hast du einmal, zweimal keine Spannung auf dem Rücken, wo es wichtig gewesen wäre. Das fand ich ein bisschen schade, aber sonst jetzt rein von der Form her, also in meinen Augen eben. Also du hast deine Hausaufgaben gemacht, also das an dem liegt es nicht. Was leider in meinen Augen auch der Fall war, ist, dass die Adern ein bisschen runtergegangen sind. Ja, wegen dieser Farbe, ich denke, es ist jetzt der Tan. Schau mal, jetzt kommt die. Ich denke, es ist der Tan. Zu dunkel. Zu dunkel. Das Licht dort auf der Bühne. Auch ich jetzt. Ich fühle mich jetzt noch nicht gerade so adelig. Das heißt, das ist das einzige Negative jetzt rein von der Form. Jetzt von der Platzierung her, ich hätte dich realistisch mal sicher auf den vierten gesetzt. Wenn er den vierten nicht macht, ist es in meinen Augen eine Fehlentscheidung. Weil die anderen Typen, die waren zwar alle auch breit, aber wenn man das sieht, die haben alle einen Schwabbelarsch. Und das müsst ihr mal aber live sehen, dass man das ja, sieht. Einen riesigen Schwabbelarsch. Und die anderen zwei, die waren halt einfach so viel massiver zu, dass man sagen könnte, okay, da kann man jetzt nicht mehr mit der Rhythmus punkten. Und es ist auch wirklich so, wie er gesagt hat, es gibt nur eine Klasse. Wenn es jetzt eine Aufteilung gegeben wäre, wärst du, glaube ich, in der Klasse mit 4 gestartet. Ja. Und da wäre es sicher knapp zwischen dem Schwarzen und dir geworden, zwischen 1 und 2. Da hättest du sicher den ersten oder den zweiten gemacht. Jetzt, momentan, kann ich dir nur sagen, Bro, für die Kür. Nur noch mal Gas geben. Ja. Kannst du noch mal die 10% rausholen und den vierten die erreichen. Oder wenn du schon auf dem vierten bist, was ja sein kann, das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht sogar auch auf den dritten fighten. This cake, sweet potato orange cake. Wow. Vegan, huh? Vegan. 100% vegan. Oh, it smells so nice, bro. Of course. Good, huh? Yeah. Nice, nice. This is the best cake you've ever eaten. Yeah. Cool. I take it with me. Okay. Yes. Yeah. Quarter turn to the right, please. Quarter turn to the right. Arsch ist da. Arsch ist immer noch da. Hier ist wichtig, dass es nicht gerade steht, sondern leicht ein bisschen angelegt ist. Es gibt für die Schwüre ein bisschen Look. Sorry, eigentlich im Allgemeinen, aber Posing ist so wichtig. Posing ist wichtig. Macht viel aus. Es kann einer mit einer schlechten Form, der besser posen kann, kann auch wegputzen auf der Bühne. Aber wir haben es gut geübt. Smile, guys.
Schön. Yes, bro. Yeah. Quarter turn to the right. Hands over the head, abdominals quads. Zeigt die Streife, yes. Schön. Los geht's weiter. Ich habe jetzt meine harte Haare hochgestopft. Ich habe jetzt den richtigen Tanga an für die Finals. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt habe ich mich zum Super Saiyajin verwandelt. Ich habe mal die Energie ein bisschen hochgefahren. Die totale Verwandlung. Ja. Es kommt jetzt langsam rein. Jetzt geht's dann zum Aufpumpen. Das Filmteam ist auch da. Die waren heute Morgen nicht da. Yes, sir. Ich will mich hier ein bisschen beobachten. Schau mal, Bro. Ja, wir haben hier noch vom Game Changer Team. Die Boys im Start, das war für mich vorher auch ein bisschen weird, da eine riesen Kamera zu haben, die dich die ganze Zeit beobachtet. Aber das kommt schon gut, Bro. Komm mal, wir geben mal ein bisschen Schokolade. Haben wir hier die guten Aufnahmen dann. Oh, yeah. Yes! Shine! Take one step back, side chest. Yes. Sit on it, Bada. There you go, Bada. Ihr habt jetzt so ein typisches Beispiel. Go, wie diese. Nice! Oh shit. So Leute, Mann, ihr habt's gesehen, ich habe ein paar Kühen aufgenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, Bro, ich sag's dir jetzt, wenn es jetzt nach GmbF-Richtlinien gehen würde, ja, wärst du Zweiter, weil es gibt nur einen Typen, der rippt. Der war du, ne? Und das ist der Schwarze. Zu wem gehen wir jetzt? Der mit dem Salto. Ja, ich habe ihn vorhin auch auf dem Klo gesehen, richtig cooler Typ. Und alle anderen, Bro, von Nigeria, Mann. Sorry, Mann, ich muss es einfach sagen, Mann. Wenn du nicht mindestens Top 4 machst, Mann, Top 3 sogar. Du hast mit Abstand die härteste Rückseite, Bro. Das ist mein Take, Leute. GmbF Standards. Und ja, mal schauen. So, Mischa pumpt sich warm. Ich sage, er wird gewinnen. Wird dort der Gesamt-Overall gewinnen. Und wird die Pro-Card holen, ganz klar. So sieht's aus. Ja, Bro. Ja, Bro. Du hast jetzt die verdammte Pro-Card. Hast du gehört? Bro. Hast du gehört? Yeah. Und die will ich gerade hart jetzt. Komm raus, ich tupfe dir noch die Stirn wieder ab. Hier ist kein Ding mehr drin. Hast du gerade drin? Sehr nice. Abtropfen, Stirn abtropfen. Pumped, sieht gut aus. Ja. Brauch noch ein paar Liegestütze für deine obere Brust. Beine sind sowieso gut. Obere Brust. Ja. So, brauchst du noch was? Ja? Brauchst du noch was? Wasser. Ja. Klar. Ja. Sehr nice. Sehr gut. Jetzt noch Overall und dann hast du die Pro-Card da. Wir haben alles hier am Reinessen, Leute. Alles. Die veganen Schokolade sind so hart. Bro,
jetzt nicht mehr lustig machen, sorry. Nein, ich muss lange warten. 20, 30. Haben Sie dir gesagt, oder was? Es kommen jetzt noch zwei Klassen oder so. Es ist nicht optimal organisiert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, Bro. Wir müssen es zuerst besser machen. Ja, wir müssen es dann besser machen. Das ist der Punkt. Sie mir die ganze Zeit irgendwelche wirklich ganz guten Sachen, rein vegane Schokoladen, so teste ich jetzt alle aus. Immer nur. Top. Ja, hier, die muss ich jetzt reinziehen. Irgendwie 4.500 Kalorien drin. Hey, ich erzähle jetzt. Hast du mein fitness Post schon gelöscht, Bro? Alles gelöscht. Regel 1 schon bevor? Alles gelöscht. Sicher? Ja, Teig. Nee, sicher nicht. Ich lösche es doch nicht. Weil da muss ich es wieder installieren. So Leute, overall. It's overall. Schön, Bro, Arsch. Ja, gutes Feld, aber Micha macht es eindeutig. Ja, er macht es safe. Schön, Bro. Arsch, 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 Bro, Arsch. The pros and caused some damage. Yes. And it follows through again. Er hat die Pro Card gewonnen. Our winner is number 87. Yes! Yes! Yes, Bro! Ganz geil! Verdient, Mann. Schön verdient. Nice. Nice, Bro. Yes, er hat die Pro Card. Hey. Hey, it was nice having you guys come Leute, man. So far. Yeah, I know. Everyone did a good job. All the competitors, this guy, this nice. Everyone. It was Leute, a great man. Venue. First of all, yeah, ich möchte meinen Bro gratulieren. Bro, komm mal her. Komm mal her. Hey, ich gratuliere dir jemand für die Pro Card. Also, ich sag dir etwas, warte. Ich sag dir etwas, Bro, bevor du sagst. Ich sag dir etwas. Du hast dich so hart verdient, Mann. Wir haben gekämpft, Mann. 5 Wochen, 5 Monate Diät, Mann. Du hast die beste Form deines Lebens geholt. Streifen auf dem Arsch, Mann. Wie wir das vorausgesehen haben. Wir waren in Monrovia, Mann, an diesem verfickten Wettkampf dort. Hast du sie nicht geholt, weil es zu wenig Athleten waren. Ja. Hast alles versucht, um irgendwie nochmal einen Wettkampf hinzukriegen, um diese Pro-Card zu haben, hat nicht geklappt. Und jetzt, heute hast du sie verdient gegen 2 gute Gegner. Die Gegner waren sehr gut, einer war sogar Pro in einer anderen Division. Ja. Und du hast ihn weggehauen, weil du einfach die beste Form gehabt hast. Ich leider, ich habe ein bisschen enttäuscht in meinen Augen, ich wollte den Top 3 holen, habe ich nicht geholt. Hättest du in meinen Augen aber verdient. Ich habe ihn nicht geholt, Leute, jetzt ist es safe, ja. Ich habe ihn nicht geholt, ich kann euch nicht sagen, wie viel ich geworden bin. Check die Bild ab, Leute. Top 3 hat nicht gereicht, obwohl ich... Top 3 wäre das gewesen. Obwohl ich eigentlich, ich war ripped, so dass... Weißt du, was schön ist? Der zweitrippteste war ich in meinen Augen. Aber die anderen waren einfach zu massiv. Was ich schade finde, ist, dass die Gewichtsklassen, das muss ich nochmal sagen, alle in eine Gewichtsklasse geworfen wurden. Ich war einer der leichtesten dort. Mit Abstand. Und das ist schade, weil ich hätte mich gerne gemessen mit Leuten in meiner Größe, mit Leuten in meinem Gewicht. Das wäre interessant gewesen. Auf jeden Fall. Ich habe gewusst, dass es so kommt. Und es war ja auch ein Warm-up schon in dem Sinn. Und es gibt da nochmal alles. Ich finde das Allerschönste, finde ich, weil ich jetzt gerade deine Stimme gehört habe, wie du das gesagt hast. Weil ich war vor 2 Jahren, als du die Pro-Card geholt hast. Genau gleich stolz, Mann. Ich war so stolz, das jetzt zu sehen, dass du auch geil. So stolz bist. Ja, ich find's geil. Und wir sind wirklich beide zusammen in den letzten Tagen nochmal durch die geil, Hölle, Leute. Ich schwör's euch, das war auch wieder mal ein Test für unsere Freundschaft, Mann. Ja. Weil ich sage euch, so eine Wettkampfdiät, jeder, der sich durchmacht, der weiß, was läuft. Und wir haben es durchgezogen und jetzt lassen wir uns schön feiern. Meinst, gehen wir Sushi essen? Ja, jetzt gehen wir noch Sushi essen. Ich habe die ganzen veganen Schokoladen aufgegessen, Mann. 4.000-5.000 Kalorien schon reingehauen, Mann. Oh. Boom! Oh. Ey, nochmal. Geiler Hop, Mann. Ey, ich hab so Freude, Mann. Bro, wir haben uns so verdammt nochmal verdient, Mann. Diese verfickte, verschwulte Pro-Card. Ja. Eins, Bro, eins muss das Schwert, sein. Es geht um das Schwert. Ja, es geht um das Schwert. Und Schwert. Und Symmetrie. Und eins ist ganz wichtig, Mann. Leider muss man sagen, dass diese Wettkämpfe nicht immer nicht optimal organisiert sind. Es ist jetzt 10. Es ist jetzt 10. Und wir werden versuchen, an der Pro Bro Classic wirklich einen brutalen, verdammten
Wettkampf auf die Beine zu stellen, aber wir brauchen euch dort vor Ort. Wir möchten mit diesen 3000 Leuten in dieser Halle eine Party machen, eine Stimmung, eine Energie. Weißt auf Backstage, ich Mann. Weißt du, ich will Backstage-Musik, Mann. Weißt du, was ich machen möchte? Ich will Models, die Typen anfeuern. Ich möchte, dass die Leute dort in der Halle sind, die ein Ticket haben. Das Ticket gilt übrigens auch für die Fitness-Ecke, die dort in der Halle sind. Und am die kommen rein, die sagen, fuck, Mann, was ist das für eine verdammte Energie dort drin? Ja. Und wenn wir das jeder schaffen, muss schreien, Mann, jeder muss schreien. Dann ist das Ziel erreicht dort. Dann haben wir das erste Ziel erreicht, Leute, ProBro Classic zu einem der internationalen Wettkämpfe zu machen. Das ist unser Ziel, das war immer in unseren Köpfen und jetzt ist es präsenter denn je, denn das ist jetzt der nächste Checkpoint für mich und auch für dich, dort nochmal allen Leuten zu zeigen, was du drauf hast. Ich werde dort in der besten Form meines Lebens kommen. Das ist eine gute Form, Leute. Ich hatte eine gute Form, ich hatte Streifen auf dem Arsch, aber ich kündige jetzt an, vergesst die Form. Ich werde auf der ProBro Classic die beste Form meines Lebens haben, für das werde ich jetzt gehen. Nothing more to say. Leute, ich bin logischerweise noch nicht ganz 100% bei der Sache. Ich hatte jetzt gerade einen Dopingtest noch gemacht. Ich bin übelst hin und weg. Wie gesagt, das Schwert war immer in meinem Kopf. Ich wollte immer für das Schwert. Die Pro-Card ist schön und gut. Ich werde mit größter Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren nicht starten. Deshalb ist die Pro-Card sowieso nicht so relevant für mich. Was mich auch sehr geehrt hat, will ich an dieser Stelle noch loswerden. Symmetrie. Weil ich es erst gerade noch in dem Video angesprochen habe. Ich habe einen Symmetrie-Award gewonnen. Und das, obwohl ich für 7 Jahre diesen Sport wegen meiner Skoliose angefangen habe. Und das ist für mich mental auch nochmal ein riesen krasses Ding jetzt gerade gewesen, dass die mir den Symmetrie-Award geben. Und deshalb werde ich auch bald, wie gesagt, diese Videos bringen, wo ich euch ein bisschen zeige, wie ich meinen Armumfang fast ausgeglichen habe in den letzten 12 Monaten. Habt ihr am Dexascan gesehen. Da wird noch einiges kommen, Leute. Also bleibt einfach dran bei uns hier, ProBro Lifestyle Channel, Patrick's Channel, mein Channel. Denn wir sind noch lange nicht am Ende, beziehungsweise wir haben erst jetzt richtig angefangen, Mann. Das ist sehr, sehr richtig. Let's go and eat sushi. Sushi. Hallo. Ma. Kiss, kiss. Love you. Bang. Yeah, but we have one back. Leute, wir sind durch. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich nehme mir eine richtig harte Dusche, ziehe mir noch einen Riegel rein. Der 23. Riegel heute. Der 23. Riegel. Hey, alles super Riegel, clean Riegel, gute Riegel mit dem guten Zeug drin, Peanut Butter und solche Sachen drin. 2 Oreos habe ich gegessen, die waren ein bisschen räudig. Und dann gehe ich schlafen und dann schlafe ich morgen aus. Und San Francisco ist so eine schöne Stadt, wir sind gerade über die Brücke gefahren. Mega schön. Die Luft hier ist richtig fresh. Es ist ein bisschen kühler. Yeah, there's a sports bag. Die Luft ist ein bisschen kühler. Aber mega fresh. Der 10. verdammte Riegel. Der 11. Hey, du hast ungefähr 20 Riegel oder so gekauft, weißt du das eigentlich? Ja, wie viele sind noch da? Wir sind noch, ja, 10 weniger. Noch 10. Finally hier in San Francisco. Leute, ich danke euch für euren krassen Support. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben und verteilt den ProBro Lifestyle, weil er ist gut. Wir sehen uns hier in San Francisco im nächsten Video. Schreibt unten hin, was ihr sehen wollt. Bis dann. Kiss, kiss. Bang, bang.